So sieht also ein echter Champion aus, Vorenus von der Kahler Heide. Der zweijährige Rüde sahnt derzeit in seiner Altersklasse einen Pokal nach dem anderen ab. Auch bei der Landesgruppenzuchtschau Bayern Süd in Rumansfelden ließ er am Wochenende die Konkurrenz weit hinter sich. Wer glaubt, das lag allein an seiner Schönheit, der irrt gewaltig. Das Extraeur des Hundes wird hier festgestellt. Im Vordergrund steht die Gebrauchstüchtigkeit und nicht der Champion, der Schönste, sondern Schönheit ist für uns gebrauchstüchtig. Der Schäferhund als Freund und Partner im Alltag. Darum geht es also bei dieser Veranstaltung, zu der sich über 260 Hundebesitzer aus ganz Europa angemeldet hatten. Offenbar hat der Schäferhund auch im 21. Jahrhundert nichts an seiner Faszination eingebüßt. Der Schäferhund wird so geboren, wie er auch später präsentiert wird. Wir müssen nicht kopieren, wir müssen keine Ohren korrigieren. Es ist einfach für mich der schönste Hund der Welt und der eine Ausstrahlung hat, wie es kein anderer hat. Und dann finde ich natürlich, dass der Hund von seinem Charakter her umgänglich ist. Das hängt natürlich auch sehr, sehr viel davon ab, wie ich den Hund sozialisiere. Stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich es richtig? Worauf kommt es an, damit mein Schäferhund mit mir durch dick und dünn geht? Meine Hunde wachsen in der Familie auf, haben vom ersten Tag an Kontakt mit der Hand. Das ist die Prägungsphase vom ersten bis zur dritten Woche. Und danach beginnt das die vegetative Phase. Die Prägungsphase beginnt dann ab der dritten Woche, sodass der Hund den Menschenkontakt hat, auch mit Kindern sozialisiert ist, umgänglich ist. Und da wird es auch nie ein Problem geben. Scheint so, denn in Rumansfelden herrschte trotz der großen Teilnehmerzahl Friede und Freundschaft unter den Vierbeinern. Die Chefrolle steht am oberen Leinenende und das ist ganz wichtig, das kann ich nur allen Zuschauern ans Herz legen, immer darauf zu achten, wenn auch das Tier noch so nett ist, die Funktion Gehorsam ist am oberen Ende der Leine. Das wäre also geklärt. Etwas irritierend war dann aber das Chaos und der Lärm während der Vorführungen. Da führt nicht der Eigentümer. Der Eigentümer springt außenrum und ruft den Hund an, dass der Hund sich präsentiert. Und der Hund soll sich präsentieren im Schritt und im Trab. Weil der deutsche Schäferhund ist ein Traber. Und der darf nicht galoppieren und so laut herwackeln, er soll sich präsentieren. Und das bei so einem Hundewetter. Den Schäferhunden war das aber anscheinend egal. Für die Hunde ist es natürlich exzellent, wenig warm, die Belastung kann gut erfolgen und sie fühlen sich einfach pudelwohl, auch beim Regen. In diesem Sinne bis zur nächsten Schäferhundemeisterschaft bei uns in Niederbayern.